Jetzt in Kripo Live: Tätern auf der Spur. Zwei mysteriöse Vermisstenfälle. Eine junge Frau verschwindet 1990. Ein kleines Mädchen 1983. Von beiden fehlt seit mehr als 30 Jahren jede Spur. Hermsdorf in Ostthüringen. Die Kleinstadt am Autobahnkreuz von A9 und A4 wurde möglicherweise zum Tatort eines Verbrechens. Es ist einer der Fälle, die dem pensionierten Mordermittler Hans Thiers keine Ruhe lassen. Was ist mit Ines Heider geschehen? Hat sie irgendwo ein neues Leben begonnen? Oder wurde sie getötet? Du hast ja immer die Hoffnung, den berühmten Strohhalm zu finden, unter Umständen doch über den Verbleib der Ines Heider irgendwelche neue Erkenntnisse zu ziehen. Hans Thiers besucht noch einmal die wichtigsten Schauplätze dieses rätselhaften Falles. In Hermsdorf lebte Ines Heider in der Wendezeit 1990. Sie ist 27 Jahre alt und hat einen 2,5-jährigen Sohn. Die Beziehung zum Vater des Kindes ist zerrüttet. Sie wollte ein freieres Leben führen. Sie wollte sich nicht nur an einen Mann irgendwie für immer und Ewigkeit gebunden fühlen. Aus den Gründen hat sie es also vorgezogen, dann sich von ihm zu trennen. Die damalige Arbeitsstätte von Ines Heider ist heute eine Sushi-Bar. Früher hieß die Gaststätte Holzlandperle. Und Ines Heider arbeitete hier als Köchin und Kellnerin. Eigentlich hatte sie einen recht guten Kontakt auch zu ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen. Aber hin und wieder äußerte sie doch ihr Unbehagen, dass sie, wenn sich die Gelegenheit ergibt und ihr Sohn 3 Jahre alt ist, die BRD umsiedeln wollte. Doch dazu kommt es nicht. Ines Heider ist plötzlich spurlos verschwunden. Für den damaligen Chef der Morduntersuchungskommission Hans Thiers dreht sich von Anfang an alles nur um eine Frage. Wo ist sie? Weil sie von einem Schlag verschwunden war, was eigentlich nicht typisch war für sie. Und aus den Gründen haben wir gesagt, okay, wir müssen natürlich auch unbedingt die Version Tötungsverbrechen mitprüfen. Das konnten wir nicht ausschließen. Und das kann man unter Umständen auch bis heute nicht ausschließen. Hier am Elternhaus der Vermissten beginnt Hans Thiers damit, die letzten Tage vor dem Verschwinden der jungen Frau zu rekonstruieren. Am Abend des 3. Januar 1990 ist Ines Heider auf einem Familienfest. Ihre Mutter feiert 50. Geburtstag. Am nächsten Morgen will die 27-Jährige im Haus der Mutter zum Frühstück vorbeischauen. Sie kam mit dem Fahrrad. Für mich war das wie immer. Also mir ist nichts Besonderes aufgefallen. Wenig später erscheint am Haus der Mutter der ehemalige Lebensgefährte von Ines Heider. Der hatte hinten in der Heckscheibe Sachen von ihr, die noch von der Zeit da waren, wo die Ines bei ihm gewohnt hat. Und hat gesagt, er braucht einen Platz. Und wenn sie ihm das nicht abnimmt, da tut es irgendwie in den Müll. Um einen Streit zu vermeiden, unterbricht Ines Heider das Frühstück mit ihrer Mutter und steigt in das Auto ihres Ex-Freundes. Beide fahren gemeinsam in ihre Wohnung am Hermsdorfer Käthe-Kollwitz-Platz. In der Nummer 5, im zweiten Stock, hatte sie die Wohnung ihrer Schwester bezogen. Und an dem 4. war es also so, dass sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten ein Wäschepaket hierher gefahren hat. Danach haben sie die Wohnung wieder verlassen. Dafür gibt es eine Zeugin, die sie alle bei dem Haus gesehen hatte. Ines Heider will gleich noch ihre restlichen Sachen bei ihrem Ex-Freund abholen. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund fährt sie in sein Haus.
Dann sind beide mit dem Auto zurückgefahren in Richtung ihrer Wohnung. Und im Bereich des Bahnhofes hat er angeblich Ines Heider wissen lassen, dass er auf der Arbeitsstelle noch was abklären müsste. Aus den Gründen ist sie in ihre Wohnung gelaufen. Wir haben natürlich keinerlei Zeugen gefunden, die sie auch gesehen haben, wie sie in Richtung ihrer Wohnung gelaufen ist. Es gibt ausschließlich die Aussage des Ex-Freundes, dass es so gewesen sein soll. Einen Beweis dafür, dass Ines Heider wirklich wieder in ihrer Wohnung angekommen ist, gibt es bis heute nicht. Danach ist er wieder gegen 12.45 Uhr, 13 Uhr zurückgefahren in die Wohnung zu Ines Heider, hat bei ihr gedingelt, will ihr das Wäschepaket, was sie selbst zusammengepackt hatte, übergeben haben und hat dann ohne irgendwelche weitere Aufenthalte in dieser Wohnung die Wohnung verlassen und will in sein Wohnhaus zurückgefahren sein. Am nächsten Tag hätte Ines Heider ihren 28. Geburtstag gefeiert. Weil sie noch etwas vorbereiten wollte, übernachtet ihr kleiner Sohn bei ihrem Ex-Freund und wird von ihm auch am nächsten Morgen zum Kindergarten gebracht. Am Nachmittag hätte Ines Heider ihr Kind dann dort abholen müssen. Doch das geschieht nicht. Ihre Mutter ahnt bereits nichts Gutes. Also da war mir schon alles da. Das kam nie vor, dass ihr Kind nie abgeholt hat. Gab's gar nicht. Die hatten sich da immer sehr gut abgesprochen, als es funktionierte. Und da war mir klar, es ist was passiert. Ihre Mutter und ihren neuen Freund hatte Ines Heider an diesem Tag zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Doch der Freund steht vor verschlossener Wohnungstür. Er hinterlässt eine Nachricht. Hallo Ines. Alles Gute zum Geburtstag. Ich war hier, habe fast eine Stunde auf dich gewartet, doch du kamst nicht. Nach den ersten Besichtigungen auch durch die Kriminalpolizei deutet in dieser Wohnung nichts auf einen Kampf hin. Bekleidungsgegenstände, die sie von ihrem Lebensgefährten, ehemals Lebensgefährten, in die Wohnung zurückgeholt hatte, waren da teilweise auch zusammengelegt. Auch angeblich soll das Paket, das Wäschepaket, das zweite, im Wohnzimmerbereich vorgelegen haben. Und es sah also so aus, dass sie durch irgendeinen Grund wahrscheinlich die Wohnung verlassen hat. Welchen wissen wir nicht. Sofort gerät der Ex-Lebenspartner von Ines Heider als Verdächtiger in den Fokus der Ermittler. Der Ex-Freund hat kein Alibi, weil er war der Letzte, der ja gegen 13 Uhr das zweite Wäschepaket zu ihr in die Wohnung gebracht hat. Doch weder in der Wohnung der Vermissten noch im Haus oder im Auto des Ex-Freundes können die Ermittler Spuren einer Gewalttat sichern. Er hatte zwar kein Alibi, er ist der Letzte, der sie gesehen hat, aber wir hatten keinerlei andere Spuren und Möglichkeiten, dass er unter Umständen mit dem Verschwinden oder vielleicht sogar mit der Tötung etwas zu tun haben könnte. Für die Kripo stellt sich die Frage, wurde Ines Heider vielleicht von einem unbekannten Dritten getötet, der ihre Leiche irgendwo verscharrt hat? Möglicherweise in den Waldgebieten rings um Hermsdorf. Doch sämtliche Wälder um Hermsdorf gründlich zu durchsuchen, für Hans Thiers und seine Leute damals unmöglich. Immer wieder stellt sich der Kriminalist dieselben Fragen. Was ist mit Ines Heider passiert? Wurde sie doch nicht getötet? Hat die junge Mutter damals Hals über Kopf irgendwo ein neues Leben begonnen und ihren kleinen Sohn einfach zurückgelassen? Oder gibt es einen bislang Unbekannten, mit dem die damals 27-Jährige einfach so mitgegangen sein könnte? Dass vielleicht sogar sie eine neue Identität angenommen hat, ist mit ihm weggegangen, weggefahren, lebt vielleicht im Ausland irgendwo, wir wissen es nicht. Zu dieser Version würde passen, dass sich eine Zeugin gemeldet hat, die sich erinnert, dass sie am Tag des Verschwindens von Ines Heider am 4. Januar 1990 beobachtet hat, wie Ines Heider in ein westdeutsches Auto gestiegen ist. Es ist der bislang letzte Hinweis auf den Verbleib von Ines Heider.
Hans Thiers war von 1973 bis 1990 bei der Morduntersuchungskommission Gera. Zahlreiche Vermissten- und Mordfälle lagen auf seinem Tisch. Die meisten konnte er klären, manche nicht. Der ehemalige Leiter des MUK hat inzwischen 5 Bücher über seine Fälle geschrieben. Ein weiterer Fall, der ihn bis heute nicht loslässt, ist das Verschwinden der kleinen Michaela Wagner aus Gera. Dieser Fall nimmt infolge der Ermittlungen eine dramatische Entwicklung. Ein Tötungsverbrechen war unter Umständen nicht auszuschließen, aber es könnte auch ein Unfall, es könnte eine andere Geschichte gewesen sein. Unsere Aufgabe war als Morduntersuchungskommission des Bezirkes Gera zusammen mit den Kriminalisten schnellstmöglich Klarheit zu schaffen, was ist hier geschehen. Die Lindenstraße in Gera. Dieses Foto entsteht am Tag der Entführung, am 5. November 1983. Es ist ein sonniger Tag. In den Nachmittagsstunden spielt die 4-jährige Michaela Wagner mit einer Freundin vor dem Haus. Plötzlich kommt ein junger Mann zu den Kindern. Er spricht Michaela Wagner an. Das Mädchen scheint keine Angst vor ihm zu haben. Vielleicht kennt sie ihn sogar. Der Mann nimmt Michaela Wagner an die Hand und geht mit ihr davon. Die ebenfalls 4-jährige Freundin wird Zeugin der Entführung. Sie ist eine der letzten Personen, die Michaela Wagner lebend gesehen haben. Das Mädchen läuft nach Hause und erzählt ihren Eltern, was passiert ist. Die informieren die Eltern von Michaela Wagner. Fast 40 Jahre später. Hans Thiers ist am Tatort der Entführung. Gera, Lindenstraße 19. An diesem Tag, an den 5.11.1983, haben die Eltern der Michaela Wagner im Volkspolizeikreisamt eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Wir kamen aufgrund dieser Situation, dass es ein 4-jähriges Mädchen war, eigentlich relativ sehr schnell zum Einsatz, haben sofort die ersten kriminalistische Maßnahmen eingeleitet, Lautsprecherwagen fahren lassen durch Gera und so weiter und so fort, um exakte Hinweise zu bekommen, wo sich das Mädchen aufhält. Es handelt sich um eine der größten Suchaktionen in der Laufbahn des Kriminalisten. Der öffentliche Druck war groß. Das Mädchen sollte so schnell wie möglich gefunden werden. Es wurden Tischbefragungen gemacht, es wurde in jede Wohnung gegangen. Es wurde in jedes Haus gegangen. Wir haben dann natürlich intensivste Suchmaßnahmen von dem Verschwindungsort angesetzt. Und selbst der Pferdenhund wurde eingesetzt, um eventuell eine Spur der Michaela Wagner zu finden. Offenbar ist das Mädchen mit dem Fremden die Lindenstraße in Richtung Turmstraße gegangen. Dabei hatten wir ermittelt, dass in der Lindenstraße 2 Zeugen ermittelt worden sind, die natürlich analog fast von der Personenbeschreibung der Michaela Wagner und des jungen Mannes gleiche Aussagen entstanden sind. Und daraufhin wurde natürlich dann ein subjektives Täterporträt gefertigt, das dann natürlich in Gera überall in der Öffentlichkeit entsprechend verteilt worden ist. Dieses Phantombild wurde nach Angaben von mehreren Zeugen, unter anderem der 4-jährigen Freundin von Michaela Wagner, erstellt. Die Ermittler sind voller Hoffnung, die Kindesentführung klären zu können. Denn es gibt Zeugen und eine Täterbeschreibung. Ja, wir waren ja der Auffassung aufgrund dieses subjektiven Porträts, dass ja auch relativ markant die Gesichtsbeschreibung diesen jungen Mannes wiedergab, dass es uns recht schnell gelingt, die entsprechende Person zu ermitteln. Aber am Ende war es wirklich so, dass uns das nicht gelungen ist. Sämtliche Maßnahmen der Polizei führen zu keinem Ergebnis. Das Mädchen bleibt verschwunden. Nach 6 Monaten werden die Ermittlungen zunächst eingestellt.
Erst 4 Jahre später gibt es neue Ermittlungsansätze im Zusammenhang mit einem anderen Fall. Am 16. Juni 1987 betritt ein Mann das Volkspolizeikreisamt Gera mit einem Leichenteil. Es war natürlich eine prekäre Situation. Ich weiß, es war etwa Mitternacht, als ich von dem Kriminaldienst des Volkspolizeikreisamtes angerufen wurde, dass ein junger Mann erschienen war und hatte ein Stück verwestes Bein gefunden. Noch in den frühen Morgenstunden fahren die Beamten zum Fundort. Auch Hans Thiers ist dabei. Nach der Beschreibung des Mannes finden sie die Leiche einer Frau. Eingewickelt in einen Teppich, verschnürt mit einer grünen Plastikleine. Es handelt sich um die seit einigen Monaten vermisste Petra S. Wir haben uns das, oder ich habe mir das zeigen lassen, und am Ende haben wir eine rechtsmedizinische Sektion gemacht. Die bestätigt uns eindeutig, dass diese junge Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Der Mann, der den abgetrennten Fuß angeblich gefunden hat, ist bei der Polizei kein Unbekannter. Werner K. ist vorbestraft. Und seine perversen und sadistischen Neigungen sind aktenkundig. Die Ermittler halten es für möglich, dass Werner K. den Leichnam von Petra S. nicht nur gefunden hat. Zudem liegt der Leichenfundort in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnung. Und noch etwas fällt den Ermittlern auf. Werner K. hat Ähnlichkeit mit dem gesuchten Entführer von Michaela Wagner. Ist er der Mann, nach dem die Polizei seit 4 Jahren sucht? Es gelingt den Ermittlern, den Mord an Petra S. zu rekonstruieren. Petra S. war für ihre wechselnden Sexualpartner in ihrer Umgebung bekannt. So war sie an Werner K. geraten. Er hatte Petra S. zunächst in seine Wohnung gelockt und dort vergewaltigt. Petra S. wurde regelrecht gefangen gehalten und immer wieder gequält. Werner K.'s sadistische Fantasien hatten keine Grenzen. Keiner hält ihn auf und von dem Leid der jungen Frau bekommt in seinem Haus niemand etwas mit. Ja, er hat wahrscheinlich seine sexuellen Perversitäten bis zum Ende ausgelebt. Das heißt, er hat ja teilweise auch bei ihr Blut gezogen, hat die Spritzen mit Luft aufgezogen und hat dann natürlich gespritzt damit. Das Martyrium der jungen Frau zieht sich über Wochen hin. Schließlich erdrosselt Werner K. Petra S. mit einer grünen Plastikleine. Also er hatte sich komplett wahrscheinlich in seiner Perversität so weit entwickelt, dass ihm jedes Mittel recht war, um irgendwo diese Dinge auszuleben. Dann hat er eben in solchen Situationen entschieden, sie umzubringen. Werner K. lädt den Leichnam auf einen Fahrradanhänger und bringt ihn fort. Zu welcher Zeit er den Fuß abgetrennt hat, ist unklar. Die Beweisführung und die gesamten kriminaltechnischen Untersuchungen ergaben eindeutig, dass er unmittelbar im Zusammenhang mit der Tötung steht. Trotz seiner zunächst widersprüchlichen Aussagen gesteht Werner K. den Mord an Petra S. Damit war der Fall Petra S. geklärt. Werner K. wird später wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch in den Vernehmungen konfrontieren die Ermittler Werner K. auch mit dem Fall der vermissten Michaela Wagner. Als wir dieses Verfahren wegen der jungen Frau ausermittelt hatten, und die Beweislage eindeutig war, fiel uns natürlich auf, dass er genau die markanten Gesichtszüge hatte wie auf unserem subjektiven Porträt in der Vermisstensache Michaela Wagner. In diesem Moment ist den Beamten klar,
K.'s Reaktion und seine Ähnlichkeit mit dem Phantombild könnten bedeuten, dass K. nicht nur der Mörder von Petra S. ist, sondern auch der Entführer von Michaela Wagner. Er wurde natürlich dazu vernommen, es wurden Alibi-Prüfungen durchgeführt und viele andere Dinge. Und er hat dann natürlich auch ein Geständnis abgelegt, hat verschiedene Tat- und Fundorte angegeben, bis hin, dass wir in Gera Leumnitz zum Beispiel Dachsbauten ausgegraben haben, weil er uns wissen ließ, er hat dieses Mädchen dort verbracht. Aber er brachte immer wieder neue Varianten ins Spiel. Werner K. wohnte in der Turmstraße, ganz in der Nähe der Lindenstraße. Möglicherweise war er mit dem Mädchen direkt in seine Wohnung gegangen. Das würde erklären, warum sich dort die Spur des Mädchens verliert. Am Ende der Lindenstraße, Ecke Turmstraße, brach jegliche Information zur Michaela Wagner ab. Und dort tischte er natürlich dann den Kriminalisten die Variante auf, er hätte sie angeblich im Kachelofen, in diesem Wohnung, wo er illegal lebte, zerstückelt und verbrannt. Sofort werden die Ermittlungen im Fall Michaela Wagner wieder aufgenommen. Und die Polizei durchsucht die Wohnung von Werner K. Also wir fanden keinerlei Spuren in dieser Wohnung, auch nicht in dem Kachelofen. Wir hatten kein sachliches Beweismittel, die eindeutig bewiesen, dass er das Kind dort getötet, sexuell missbraucht und getötet hat. Hinzu kommt, Werner K. zieht ein Geständnis, das er zuvor abgegeben hatte, zurück. Damit haben die Kriminalisten nichts gegen ihn in der Hand. Und der Fall Michaela Wagner kann doch nicht abgeschlossen werden. Hans Thiers haben die vermissten Fälle Ines Haider und Michaela Wagner nie losgelassen. Noch heute recherchiert er nach Anhaltspunkten und Beweisen, um die Verbrechen doch noch zu klären. Es war für uns als Kriminalisten natürlich unter diesen Voraussetzungen war es natürlich unbefriedigend. Immer wenn so eine Geschichte nicht geklärt wird, ist das sehr unbefriedigend, weil wir ja auch sozusagen den kriminalistischen Auftrag hatten, den Täter zu ermitteln, zu wissen, was ist mit Michaela Wagner passiert, um so einen Mann einer gerechten Strafe zu führen. Die vermissten Fälle Michaela Wagner und Ines Haider könnten noch immer aufgeklärt werden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.